Zeit, wo das Leben so mit auf dem Silbertablett einem die Premieren präsentiert, danke. Dem, was man auch äußerlich dagegen tun könnte, beschäftigt hast. Also du hast ja auch so Selbstversuche gemacht, zum Beispiel, also Botox, ich weiß nicht, Haare gefärbt, Fastenkuren, was du alles gemacht hast. Ja. Also drüber nachgedacht, was ist das eigentlich, warum wird man von außen immer, wird einem immer vermittelt, man sollte äußerlich sich optimieren. Da hast du dich ja schon vorher mit beschäftigt. Das stimmt, das war mein... Liegt das? Weil ich glaube, das ist wie bei vielen Themen, die im Grunde intim und auch ja nicht ganz leicht und manchmal sehr schmerzhaft sind, Frauen das nicht mehr beschäftigt, sie aber offener darüber sprechen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und sich dem auch offener stellen und sich auch sozusagen in ein Boot setzen. Sie machen nicht so viel, kein Geheimnis darum, sind vielleicht auch gewohnter, Abschied zu nehmen und kommunizieren das besser. Und das finde ich erstens mal viel interessanter. Für mich ist ja nur der kommunizierende und nachdenkende Mensch ein interessanter. Und ich glaube, es ist auch wesentlich gesünder. Und man sieht ja auch an deinem Buch, du beschäftigst, also unterhältst dich ja auch mit vielen anderen. Das war mir nicht so klar. War dir das klar, dass das Hormone in dieser Geschichte so eine Rolle gespielt haben? Nein, es war mir auch nicht klar, dass das so ähnlich wie Alkohol als verminderte Schuldfähigkeit womöglich dazu gereichen kann. Nee, ist mir völlig neu. Ja, verrückt. Aber es ist doch komischerweise so, dass diese ganze hormonelle Geschichte immer nur im Zusammenhang mit Frauen erwähnt wird, obwohl Männer doch das genauso haben. Also bei Männern gibt es ja auch Wechseljahre, da gibt es ja auch eine hormonelle Veränderung. Warum wird darüber so wenig gesprochen? Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das körperlich dieselben Auswirkungen hat. Nicht so krass, aber auch. Es gibt auch Auswirkungen. Ich weiß es nicht. Ich finde, die meisten Sachen finde ich bei Frauen interessanter als bei Männern. Auch die Wechseljahre. Insofern bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Deine Bühnenshows, und was muss ich mal sagen, also du machst keine normalen Lesungen mit deinen Büchern, und ich kann das sagen, weil ich es weiß, weil du dir nämlich immer jemanden dazu holst, also machst das nicht alleine, sondern suchst dir immer Partner. Es sind viele unterschiedliche Partner, die mit dir dann zusammen auf der Bühne stehen. Warum machst du das? Warum bist du lieber im Team dann bei deiner Lesung? Ursprünglich ist das aus dieser Lampenfiebernot heraus entstanden, die Idee, weil ich tatsächlich zu viel Angst hatte, auf die Bühne zu gehen, alleine verantwortlich zu sein für diese Lesung, vorlesen, dachte ich, nein, das schaffe ich alleine nicht. Und dann habe ich gedacht, dann verteile ich das auf zwei Schultern. Und so ist diese szenische Lesung entstanden. Zu Anfang habe ich kaum was gesagt. Dann habe ich meine Teile des Dialogs langsam etwas erweitert. Und mittlerweile ist es ja mit Kostüm und Gesang. Und ich kann mein rheinländisches Wesen da voll zur Geltung bringen. Also es ist alles andere als eine Lesung. Wir haben ja auch schon häufiger mal auf der Bühne gestanden. Genau, wir gucken auch gleich noch mal rein. Also man hat das Gefühl, wenn du dann einmal auf der Bühne stehst, und du singst ja auch sehr gern und sehr viel, dass du eigentlich eine richtige Rampensau bist. Ja, und deswegen mache ich es ja überhaupt. Ich hatte immer so dieses zwiespältige Verhältnis zwischen Angsthase und Rampensau. Und irgendwann, je älter ich wurde, desto lauter grunzte die Rampensau in mir. Und das Angsthäschen wurde etwas kleiner. Und jetzt, finde ich, habe ich das in eine ganz gute Balance gebracht. Und du hast doch immer eine Menge Requisiten. Vor allen Dingen, ganz wichtig, sind ja Bademäntel. Wie sind denn die Bademäntel in deine Show reingeraten? Der Bademantel war von Anfang an dabei, weil es meistens um Frauen ging. Und ich habe fast immer mit Männern gelesen zu Anfang, meistens mit meinem Freund Jörg Thaddäus. Und damit irgendwie klar war, das ist jetzt kein Mann, sondern eine Frau, trug der dann immer einen Bademantel und meistens auch einen Turban, was sehr lustig war. Und diese Bademäntel verfolgen mich jetzt seit, weiß ich nicht, 15 Jahren. Und ich sehe zu, dass ich immer einen Part reinschreibe in die Show, wo ich ganz guten Bademantel tragen kann. Und wenn nicht, dann ziehe ich ihn trotzdem an, weil ich so hänge an diesem Maskottchen. Du fühlst dich, man hat das, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, man fühlt sich in einem Bademantel anders als in einem ganz normalen Outfit, was man normalerweise auf der Bühne tragen würde. Weißt du, was das Tolle am Bademantel ist? Sowieso eigentlich an meiner Bühnenshow, ich muss überhaupt nicht gut aussehen. Ich muss dafür nicht vorher abnehmen, ich muss nichts beweisen. Und wenn man dann den Bademantel anzieht, sieht man ja eh aus wie so eine Litfaßsäule mit Frottee-Gürtel. Da ist schon alles egal und das ist so entspannend. Dann kann man sich um den Inhalt kümmern, um das Publikum, um den Kontakt zum Publikum, weil gut siehst du eh nicht aus. Ja, genau. Und das möchten wir eigentlich jetzt ganz gerne auch...
Ja, das ist doch eine frohe Botschaft, dass sie jeder finden kann. Ja, ich meine, das Thema, hilft, ne? Ja, aber das Thema Liebe hat dich ja auch in ganz vielen Romanen beschäftigt. Oh, ja. Hast du da auch dann dich immer umgehört bei Freundinnen und dir, oder hast du selber auch mal so Versuche gemacht über eine Partnervermittlung? Ja, ich habe tatsächlich, glaube ich, für einen Roman mal, da bin ich nach Berlin gegangen, da hatte ich noch keine Kinder, war 3 Monate in Berlin und habe mich auch über so eine Plattform mit ein paar Leuten getroffen, zur Recherche. Ich hatte natürlich damals schon meinen wunderbaren Mann. Also das habe ich auch mal gemacht. Hochinteressant. Ich finde das ja auch toll und es ist auch mittlerweile so normal. Ich habe neulich ein Paar gefragt, wo habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, ganz normal im Internet. Also ja, es gibt, gibt da überhaupt keine Berührungsängste mehr. Finde ich auch super. Ja, eben. Also das ist, die Zeiten haben sich eben geändert. Früher ging man einfach irgendwo in einen Club oder man ging tanzen und dann lernte man eben jemanden kennen. Aber das ist heute irgendwie ein bisschen leichter und auch wieder schwieriger geworden, finde ich. Mhm. Was haben deine Eltern dir? Deine Eltern sind ja leider jung gestorben beide. Also du warst ja erst Mitte 20. Also ich war jung, meine Eltern waren so aber, sehr. Ja, aber relativ. Ja, also relativ. Beide ein Vierteljahrhundert schon tot. Ja, ja, aber was haben deine Eltern dir für eine Liebe vorgelebt? Also wart ihr eine ganz intakte Familie? War das eine harmonische Ehe? Oh, sehr, sehr komplexe Frage. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen ja. Wobei, mein Vater war ja blind. Und mit einem derart doch schwerst behinderten Menschen zusammenzuleben, ist ja immer eine ganz besondere Aufgabe, die auch bestimmte Spannungen natürlich völlig klar mit sich bringt. Mhm. Und auch bestimmte Belastungen, auch für mich als Kind, was mir erst später klar geworden war. Ich habe meinen Vater verehrt. Und trotzdem ist das sehr, sehr prägend, mit einem blinden Vater aufzuwachsen. Mhm. Oh ja, das ist ja auch eine Last, die man als Kind zu tragen kann. Auch ja, wenn es einem vielleicht gar nicht so bewusst auch wenn, ist. Man nimmt, ne, ja sozusagen die Eltern hin, die man vorfindet, ja, als natürlich gegeben und als normal. Mhm. Und erst jetzt, peu à peu, wird mir auch immer klarer, was für eine Verantwortung das schon auch ist, die ich im Grunde viel zu früh tragen musste. Mein erster Satz war praktisch, Papa, Vorsicht, Stufe. Mhm. Und das ist natürlich schon ganz, ganz schön viel für so ein kleines Mädchen. Du bist ja für dein Buch noch mal in dein Elternhaus, ja, zurückgekehrt, also in dein Original-Elternhaus, in dem längst andere Menschen wohnen. Ja. Wie hast, ja, du das rein organisatorisch denn gelöst? Du hast ja auch da geschlafen. Ja, ich habe die jetzigen Besitzer, die ich kannte, die das Haus vor, ich glaube, 30 Jahren gekauft haben, die kannten mich auch noch, das waren damals unsere Nachbarn, die habe ich gefragt, ob sie mir das ermöglichen würden, 24 Stunden noch mal in mein Elternhaus zurückzukehren. Ohne die Bewohner, die habe ich ausquartiert und die haben das wirklich wunderbarerweise zugelassen. Und das war, ich wollte das einfach erfahren. Ich dachte, vielleicht kann ich etwas rund machen, was überhaupt nicht gelungen ist. Das Leben ist ja auch nicht rund, es ist eine Gerade. Also das war eine Fantasie, die sich nicht bewahrheitet hat, aber es war ein wunderbares, intensives, sehr trauriges, aber auch sehr schönes Dasein, diese 24 Stunden, der Blick in unseren Garten, die Tannen, die sich da immer noch etwas gebrechlich bewegen, der Blick raus auf den Bürgersteig, wo ich gefühlte Jahre auf meine erste Liebe gewartet hatte, hat sich oft verspätet. Und das war sehr, sehr ergreifend und auch schön, einmal sich da hinzustellen, woher man kommt und sich zu fragen, wohin bin ich denn gegangen von hier aus und war das ein guter Weg? Und wie ist die Antwort, die du gefunden, ja, hast? Ja, ich finde, dass ich einen guten Weg gegangen bin. Mhm. Und dass mir das aber auch ermöglicht wurde durch den Start, den mir eben meine Eltern doch so ganz behaglich gestaltet haben. Mhm. Du, dein Vater war ja Ungar, deine Mutter Deutsch, ne? So warst du. Mein Vater war halb Ungar, das aber 150-prozentig. Ne? Das zeichnet die Ungarn aus. Also, also du sagst ja auch immer, du hast das Ungarische in gewisser Weise, die ungarische Sentimentalität, mhm, in dir. In welchen Lebenssituationen äußert sich das und wie? In welchen nicht? Also ich finde, zur Sentimentalität bietet ja eigentlich jede Sekunde Anlass, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Also das bin ich, es gibt ein Sprichwort, das heißt, weinend amüsiert sich der Ungar und so ein bisschen ist das auch bei mir. Also ich bin, ich genieße auch die Wehmut sehr. Also das heißt, es passiert aber auch, dass du in Situationen, in denen andere Menschen nicht weinen würden, dem ruhig freien Lauf lässt. Ja, was heißt jetzt andere Menschen? Ich bin eine Frau, ich bin Rheinländerin. Da kommt halt auch einiges zusammen, was die Sachlage erschwert. Ja, es gibt ja und auch entschuldigt. Es gibt ja Menschen, die würden, also ich würde zum Beispiel, glaube ich, also sehr ungern, also in der Öffentlichkeit oder wenn viele Menschen dabei sind, auf einmal in Tränen ausbrechen. Ja. Das macht die aber nicht. Doch, also ich tue das auch nicht gern, ich kann dann aber nicht anders. In der Kirche zum Beispiel an bestimmten Stellen.